Und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du den Weg wieder hergefunden hast, das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. Und wie gesagt, das wäre super, super lieb von euch. Vielen Dank da schon mal im Voraus. So, meine Freunde, wir haben beim letzten Mal, um auf den Stand zu kommen, unseren Baubetrieb jetzt erfolgreich aufgenommen. Das läuft jetzt hier an. Das ist in Ordnung. Hier ist richtig, richtig Druck jetzt. Also die fahren jetzt hier alle los. Stau und die holen Sachen. Ne? Die wollen hier alle vollladen. Es ist gerade echt ekelhaft, was hier abgeht. Das ist ja krank, ne? Also wie gesagt, die fahren alle los hier, die wollen alle, die Gebäude werden errichtet, wie die Bekloppten, sage ich mal. Das bedeutet für uns natürlich, wir müssen jetzt gleich im Anschluss sofort nachlegen, damit wir definitiv gleich die Versorgung haben. Das heißt, wir werden hier mal noch ein bisschen Wegmann nehmen und einen zweiten Ring drumherum bauen. So war es zumindest mal geplant. Müssen hier auch Kindergärten hinbasteln, Schulen etc. pp. Die wollen ja auch Versorgung wieder haben. Ihr kennt sie ja, ne? Die Leute, ihr kennt sie. Die sind immer am Meckern. Die wollen immer alles haben. Und deswegen setzen wir schon mal die nächsten Gebäude gleich dahin. Ja, so schnell, wie es irgendwie geht. Wir haben jetzt richtig Rubel auf dem Kessel. Also das ist richtig, richtig übel gerade. Guck das gerade mal, 11,7 Millionen. Endlich sind wir aus diesem Tal raus. Der Rubellosigkeit, sag ich mal. Es wird alles besser, ne? Ihr seht, es läuft jetzt. Momentan ist richtig gut. Also, alles kein Problem hier. Es ist alles perfekt, so wie es sein soll. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das hier machen. Wie gesagt, ich würde das gerne hier nochmal aufziehen. Machen wir mal ganz kurz anders. Das kann ja weiter bauen, ist ja kein Problem. Die erste, guck mal, die ganzen Kräne hier, wie das alles läuft, ne? Das ist super. Das ist echt gut. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass der Beton noch nicht loseiert. Dass die hier noch nicht Gas geben. Haben die Beton angemeldet? Asphalt? Ja. Normalerweise müssten die auch mal losfahren. Aber das hier fertig immer noch nicht. Was ist denn hier los? Fehlende Ressourcen, Stahl. Ja. Wenn ich mir das hier so angucke, das Elend, weiß ich auch warum, ne? Also hier ist richtig Druck gerade. Problem ist, es ist ja auch leider nur ein Zugang. Was extrem schade ist. Ich werde mal versuchen, warte mal, auf die Schnelle. Ist die vielleicht hier irgendwie mal ganz kurz, kriegen wir den da raus? Dass wir den hier irgendwie durchkriegen. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Dass das alles da, dass sie da stoppeln. Ja, es ist, ne? Das ist halt ein doofer Anschluss. Aber jetzt geht's einigermaßen, wie gesagt, ne? Es ist hier richtig Betrieb am Start. So sollte es aber auch sein. Was ich machen wollte. Stimmt, jetzt wo wir es wieder sagen. Ich muss mal ganz gucken. Das ist 21891. Wohnen. 21891. Moment, wir haben es gleich. 21891B. Sind das die? Ich glaube, das sind die. Können wir die uns die nicht hier draufziehen irgendwie? Warte. Wie war denn das? Plus. Ferne. Genau, den nehmen wir mal weg. Den nehmen wir auch mal weg. Und machen da mal was. Quatsch. Nehmen den mal weg. So, jetzt holen wir uns den Mod. Jetzt holen wir uns den. Den da. Genau, holen wir uns den dazu. Dann haben wir den da zumindest mal gespeichert. Und können ihn immer wieder nutzen, ohne dass es Probleme gibt. Ich würde nämlich gerne hier einen Weg durchziehen. Und da dann weiter ansetzen. So zumindest der Plan. Wir nehmen nochmal das Stück weg. Okay, das geht auch doof. Auch nochmal ganz kurz weg. Wie gesagt, ich würde hier gerne rum.
So vielleicht. Na, das muss gebaut werden. Und dahinter sollen dann so die Gebäude, anderen Gebäude. Nochmal ganz kurz, die, hoppala. Wie viel haben wir denn da Abstand? 2 haben wir hier, dann müsste es ja ungefähr so sein. Ungefähr so kommt das hin, glaube ich. So 2 Abstand haben. Okay, zu scharfe Kurve. Macht aber nichts. Kriegen wir gleich hin. Schwupp, dann sollen die das hier bauen. Na, zack. Dann haben die auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Und wir können jetzt hier anfangen, unsere Gebäude, die anderen Gebäude hier ranzusetzen, die wir brauchen. Sind ja schließlich ein paar da. Ein paar brauchen wir. Kriegen wir dich hier irgendwie auch in schön daran? Denn so? Na, Bahnübergang nicht erlaubt. Natürlich. Wer hätte es gedacht? Auch dich übergeben wir mal. Das passt ja überhaupt nicht. Das ist ja voll für den Arsch. Das gefällt mir nicht. Dann machen das mal so. Das hat ja überhaupt nicht gepasst gerade. Wenn dann überhaupt mal in die Richtung. Warte mal, wir machen das mal ganz anders. So soll es ja eigentlich sein. Wir nehmen das nochmal alles weg hier. Wie gesagt, wir ziehen hier ein neues Gebäude auf. Neues Viertel. Mach das mal. Damit wir noch mehr Arbeiter bekommen. Das war zwar jetzt nicht so geplant eigentlich, dass ich so ein Apparillo hier nochmal hinzimmere. Aber naja, gut, ne? Man tut, was man kann. Nehmen wir mal einen Platz, so. Dann passt das ungefähr. Okay, das passt. Das sollte sich da einfinden. Jetzt muss ich mal gucken, wegen den Gebäuden. Was brauchen wir denn hier? Auf jeden Fall wieder diverse Kirche. Wow. Das ist immer ein Riesenklopper. Ja, der passt hier nicht rein. Der ist zu groß. Das Ding hier wäre auch nett. Aber eigentlich... Können wir dich hier noch hinpacken? Ja, dich können wir da hinpacken. Warte. Näher ranzoomen. Ja, auch das kann gebaut werden mit den Baudingern. Wie gesagt, wir lassen das mal ja komplett laufen. Wie gesagt, heute ziehen wir noch dieses Viertel hier hoch und dann sehen wir mal weiter, wie wir das machen. Wo haben wir dich denn? Kindergarten. Kindergarten, danke. 200 Kids, Big Kindergarten, Kindergarten Motherland. Klein. Ja, das sieht irgendwie doof aus. Das ist ein Witz. Das hier sieht schon besser aus. Na, ruhig ein paar mehr hier hin basteln. Im Endeffekt werden sie es eh brauchen. Kommen wir nicht drum herum. Das müsste eigentlich gut gehen. Wie gesagt, ne? Think big. Das Ganze müssen wir natürlich auch irgendwie noch für die Schulen machen. Schule. Aber da könnten wir durchaus auch sowas hier hinbauen. Ich glaube, da kann man durchfahren. Ja, da könnten wir auch solche Gebäude durchaus nutzen.
Ja, zumindest mal was anderes wieder. Why not? Komm, wir probieren es aus. Direkt neben dem Kindergarten. Na, so hundertprozentig ausgerichtet ist es nicht. Jetzt hier oben nochmal ein. Und durchaus. Hopp. Hier ein nochmal hin. Na, wie gesagt, ne? So kann man auch gut Platz sparen. Autosave, sorry. Es schadet definitiv nicht. Kriegen wir dich da hin? Schön wäre, wenn wir natürlich irgendwie durch... Ja, das geht ja sogar. Ich werde bekloppt. Wie geil ist das denn? Damit wir mal auch die andere Seite so ein bisschen... abgreifen können, sage ich mal. Stehen hier ziemlich dicht. Damit die hier rumkommen, kommen wir hier durch. Schade, jetzt nicht durch. Schade. Vielleicht hier hinten? Nee, auch nicht. Da habe ich ein bisschen zu eng gebaut. Ist natürlich ein bisschen schade. Nehmen wir mal weg. Dann passt das. Und dann gibt das das Baubüro. Perfekto. Du bitte nach da. Du bitte nach da. So, gleich mal so ein bisschen. Dann werden wir natürlich versuchen, noch Bäume zwischenzupacken. Na, ist ja logisch. Hm. Na, verdammt, da kommen wir so nicht rum. So, zack, du da dran, dann passt du da auf. Ja, passt, wackelt und hat keine Luft. So, wie gesagt, heute ist das Wohnviertel hier noch dran. Ja, ziemlich geschwungen jetzt, aber ist egal. Man kann ja auch mal ein bisschen ruhig. Man muss ja nicht immer gerade bauen, ne? So, alles bitte an unsere Baubetriebe. Dafür sind sie ja schließlich da. So, dann haben wir Schulen. Die haben wir auch jetzt. Das ist gut. Schulen haben wir, Kindergärten haben wir. Das ist gut. Jetzt lass mal gucken, was wir noch machen können. Auf jeden Fall brauchen wir Geschäfte. Nett. Geschäfte, beziehungsweise... doch, Geschäfte. Warte, Geschäft. Closing, Small, Butcher. Das sind alles die kleinen. Das ist nur Essen. In Anführungsstrichen, Butcher Shop. Das sind wirklich die kleinen Dinger. Da könnte man so eine richtige kleine Einkaufsstraße dahinter machen. Durchaus möglich. Da muss ich ja wirklich jeden Campel neu einstellen. Das ist natürlich auch ein bisschen aufwendig, sage ich mal. Ruralshop, Waterfront. Da musst du wirklich mehrere Dinger hier hinbauen. Und wir müssen irgendwie auch noch da dran. Ist natürlich ein bisschen, ja, um das hier zu füllen, ist es nicht schlecht, aber ja, andererseits, ne? Der hat nur Essen, Ausbildung. Das hier ist nicht schlecht. Das können wir gleich mal als Shop hier hinpacken. Ja, dann machen wir aber verschiedene. Ich versuche ja immer so möglichst alles abzudecken, ne? Dass er wirklich alles hat. So, vielleicht so. Shop, Shop. Müssten sie eigentlich kriegen. Kirche, da wollen sie ja auch auf jeden Fall was. Das ist mir zu groß, ganz ehrlich. Das hier wäre natürlich nicht schlecht, um hier oben was zu machen. Aber für den Anfang muss es reichen, wenn wir hier irgendwie so eine kleine Kirche irgendwie hinpacken. Vielleicht so eine etwas neumodernere. Hier hin. Dann vielleicht nur so eine kleine in die Ecke hier noch mit rein.
Und hier hinten vielleicht auch noch mal was hin. Wie gesagt, es ist nicht leicht. Na, wie gesagt, das wird alles von den Baubüros gemacht. Das ist auch gut so. Soll ja auch so gemacht werden. Weil hier ist gerade wirklich... Okay, jetzt hat sich hier ein bisschen beruhigt. Die sind da hinten dran. Alter, es geht hier ab, ey. Das ist ja unfassbar. Asphalt. Wieso fehlt Asphalt? Ihr könnt doch Asphalt holen. Peterbilt, okay. Die sind unterwegs. Ja, wir müssen hier auch auf jeden Fall noch irgendwie eine Bushaltestelle reinzwickeln. Kirche haben wir, Schulen haben wir. Was fehlt noch? Ein Krankenhaus wäre auch nicht so verkehrt. Ich habe da ein neues Gebäude neben der Dings. Neben dem Werk hier. Die ist neu, diese Klinik. Könnte ganz gut auf die Ecke hier passen. So, machen wir das weg. Na, okay, und du damit ran. Und damit ran. Bitte übernehmen. Ich finde das cool mit den Krähen hier. Das hat schon was. Das ist echt geil. Dann haben wir da hinten eine Klinik. Werden natürlich noch mehr brauchen. Mod. Pharmazie. Nochmal ein Krankenhaus hier vorne. Da werden wir das aber mal schräg setzen, wenn ich kann. Ja, kann ich. Oder mal andersrum gesagt, mal lieber so setzen. Dann habe ich die ganzen Verknüpfungen, die Wege nach vorne. So. Stresschen. Perfekt. So muss das sein. Ach so, kann ich noch nicht wahrscheinlich. Genau, kann ich noch nicht upgraden. Muss erst gebaut werden. Wie gesagt, ich muss hier auf jeden Fall irgendwie noch einen Bus oder sowas hinbekommen, damit die Leute auch ins Werk fahren und so. Ich warte darauf, dass die Leute ja... Okay, der holt Kies, das passt. Und die wollen hier irgendwie alle die Straße fertig bauen, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie will er nicht so ganz. Na, dann hält nämlich ja... Guck mal, dann fahren... Das eine hält den nämlich auf. Ne? Da siehst, kannst du es mal wieder sehen. So. Na, no, Alter, hier ist Wahnsinn, was hier abgeht, Alter. Es ist geil, aber es gefällt. Es ist super, eigentlich schon wieder 18 Minuten. Du kommst gefühlt nicht voran. Wir haben Kirchen jetzt gebaut. Was machen wir denn dann noch? Kirchen, Sport brauchen wir. Swimming in Sauna. Das ist aber was fürs Wasser. Ein Stadion. Hier oben hier so ein Stadion nochmal hinbauen, wäre ganz geil eigentlich. Das ist ja schon... Das ist ja... Oder hier vorne nochmal so ein großes Stadion mit hin... Dann haben die auf jeden Fall... Es würde gehen, wenn wir hier ein Stadion hinpflanzen, in die Ecke. Fußball verrückt. Dann muss ich aber noch ein bisschen Berg abtragen. Sagte abtragen, nicht auftragen. Sonst passt das hier nicht hin. Ja, das wird nochmal ein riesen Viertel hier. Mal gucken, wie wir die in Lohn und Brot dann bekommen. Eigentlich müssten wir dann noch Fabriken noch mit hier hinbauen. Die haben auch, werden auch mit Sicherheit noch Stromprobleme haben. Da müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir das machen. Aber lass die erstmal hier bauen. Ja, erstmal planieren so ein bisschen. So, okay. Jetzt probieren wir nochmal das Stadion. Das ist das Kleine.
Das mittlere, wo war das jetzt? Das hier, ne? Gretzky, ne, war es auch nicht. Selzky, das war es. Das große. Das wollen wir sehen. Hat das kein... Das hat gar keinen Straßenanschluss. Okay, das hat keinen Straßenanschluss. Okay, es hat keinen Straßenanschluss. Upp. Dann müssen wir zusehen, wie wir das machen. Diese Parkplätze brauchen wir auch noch. Gott. Parkplätze brauchen wir auch noch. So, okay, das klappt. Dann können wir das. Dann können wir das mit den kombinieren. So. Das übernehmen wir und den Rest sehen wir dann. Das können sie sich hier austoben. Da haben wir schon mal Sport ordentlich. Mod. Geschäft haben wir. Die werden gebaut. Übertragung. Da sind, brauchen wir auf jeden Fall auch noch was. Internet viel zu riesig. Small Radio Station. Das würde vielleicht gar nicht mal so verkehrt sein. So ein lokaler Sender für die Sportübertragung. Why not? Radio Beton oder sowas. Ja, kannst ja mal probieren, ne? So, Radio Beton. Setz das nochmal offen. Dann machen wir hier mal. Das ist Quatsch, das ist übertrieben. Normales Fernsehsenderhaus, das ist okay. Das passt schon, das ist in Ordnung. Gazetta, die können wir auf jeden Fall nochmal mit hier hinpacken. So, auch das ist in Ordnung. Netzstation. Parkplätze. Wichtige Sache. Parkplätze sind wichtig. Optimal wäre es natürlich, wenn wir die hier hinpflanzen könnten, aber es klappt so nicht. Schlecht. Na gut, dann machen wir es anders. Dann bauen wir jetzt ordentlich Park, Dings ran. Garagen, wenn es geht. Und alles soll... Ach komm. Mach mich doch nicht schwach jetzt. Komm. Das muss jetzt nicht sein. Why? Wieso? Oh Mensch. War ja zum Glück nur geplant. So, okay, das läuft. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Ne? Weit so gut. Lange genug immer nachkommt, alles im grünen Bereich. Das sieht aber gut aus. Ja, das klappt hier sehr gut. Ja. Zement. Beton. Alles gut. Momentan echt im Überfluss. Ja, da fahren die ganzen Leute hin. Passt. So, das haben wir auch. Das muss natürlich alles nur eingestellt werden. Wir brauchen natürlich noch weitere Parkplätze und wir brauchen einen Busbetrieb auch noch. Definitiv. Kriegen wir dich da hin? Nein, leider nicht. Shitte. Zu klein. Das geht. Underground Parking Garage. Oder Garage. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Können wir eigentlich hier noch dann hinpflanzen. Muss mal das Stückchen noch wegnehmen. Unbedingt, sonst kommen wir da nicht lang. So, nicht Gleise.
Ich hätte es gerne in gerade. Können wir nicht in gerade auch ran? Ziehen wir dich mal so hin. Auch den Bauhof. Mod. Underground. Passt. 12er. Noch mehr Garagen. Passt auch. So, okay, den haben wir auch verwurstelt. Was uns jetzt fehlt, was ich jetzt noch machen will, dann können die da erstmal auf jeden Fall ackern. Wir brauchen eine Tankstelle. Möglichst noch. Passt der hier hin? Wäre cool. Ja, der passt dazwischen. Da wollte ich aber eigentlich... Machen wir lieber den hier oben hin. Da noch mit der Straße durch. Ja, vielleicht so. Kriegen wir dich da ran? Ja, so. Na. Ja, gut. Machen wir es so hin. So, ich habe immer noch kein, kein Dings gebaut. Wo bist du denn? Plattform Station. So, und ich will auf jeden Fall nicht hier eine Tram bauen. Ihr wisst ja, wir haben auf jeden Fall muss hier irgendwie beim Stadion dann was hin. Definitiv. Da kommen wir nicht drum herum. Hier hinten wäre auch noch schön, wenn wir da was hinpacken könnten. Dann bräuchte ich aber eher eine Durchfahrt. Ah, nächsten Gebäude. Es wird riesig. Es wird riesig. Aber gut. Es wird gut. Riesig, aber gut. So, nächste Haltestelle hier oben. Und hier sehen wir dann mal, wie wir vorankommen. Alles ans Baubüro. Also das ist ja schon, das ist schon amtlich, ne? Das wird hier, Freunde, das wird. So. Ich denke mal, da werden wir die erstmal machen lassen. Was wir hier definitiv brauchen ist, das kann ich ja nochmal ganz fix machen. Eine Heizung. Die werden ja, Wärmetauscher. Ja, nein, da hängt das Ding komplett dran. Ja, da hängt das Ding komplett dran, genauso wie es stromtechnisch wird es ebenfalls ekelhaft werden. Guck mal hier, ne? Der hat überall hier. Na, sollen sie da machen? Versucht das alles ein bisschen zu entlasten irgendwie. Indem ich da mehrere Sachen hinbaue. Das geht sogar. Sehr gut. Kann ich direkt hinbringen. Das ist gut. Dann haben wir schon mal einen Abnehmer. Dann können wir hier hinten auch dasselbe nochmal machen. Na. Komm. Ja, komm durch. Sei brav. Na. So, nächste Aktion. Bau es. Sind auch angeschlossen schon mal, das ist gut. Der Rest, den werden wir dann machen. Wie gesagt, es entsteht hier etwas riesengroßes. Ja, also das wird mega gut hier. Das wird hammerhart, wenn die das erstmal fertig gebaut haben. Beim nächsten Mal werden wir uns mit anderen Sachen beschäftigen. Das läuft ja hier soweit erstmal. Das ist auch okay. Hier ist richtig Betrieb. Na, also hier geht es richtig ab. Ständig auf Achse. Mal ganz kurz gucken nochmal. Ich will mal was schauen, wie viele Leute sind denn hier.
120 Arbeiter. Und wie viel nimmst du mit? Je mehr, desto besser eigentlich. Ach, da sind nur 6 Mitarbeiter. Warum nimmt er so wenig mit? Verstehe ich nicht. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Dann machen wir nämlich, dann mache ich jetzt hier was, was ich nicht machen wollte, aber machen muss. Ich werde das mal schnell fertig bauen. Und möglichst mit günstigen Arbeitern füllen. Hier mit... Ah, leider schon voll. Na, normalerweise müsste es eigentlich gehen. Also wir müssten ordentlich wegtransportieren zu den Baustellen. Was mich halt wundert, ist, dass die hier nicht loseiern. Na, die Betonmischer. Dass sie keinen Beton losschicken. Das wundert mich halt extrem. Bretter. Hier, die bräuchten Beton. Also da müsste was passieren bei dem Stadion. Aber das werden wir dann mal sehen. Wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen und beim nächsten Mal machen wir wieder was ganz anderes. Bis dahin bin ich jetzt mal raus. Macht's gut. Ciao, ciao.